Heute gibt's den Wettkampf 10 Kilometer Langlauf klassisch mit Katharina Hennig. Wir schauen mit der Familie und dem Fanclub. Ich bin gespannt. Deine große Schwester ist bestimmt sowas wie ein Vorbild für dich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich gucke mir auch viel ab und es macht echt Spaß, hier zuzugucken. Bist du entspannt oder eher aufgeregt? Nee, eher aufgeregt. Wir sind schon sehr aufgeregt, aber das ist, denke ich, normal. Was hast du deiner Tochter als letztes mit auf den Weg gegeben, bevor sie in den Flieger gestiegen ist? Sie soll alles genießen, weil die Olympischen Spiele kommen nicht so oft im Leben vor. Wie ist das für dich, deine Tochter bei den Spielen zu sehen? Ja, wir sind sehr stolz darauf, dass sie bei Olympischen Spielen startet. Sind ja ihre zweiten bereits. Pyeongchang war sie ja auch mit. Wir waren da auch an der Strecke damals. Wir wären auch gerne in China gewesen. Gib uns mal eine Insider-Info. Wann hast du Katharina zuletzt gesprochen und was hast du ihr gesagt? Ich habe die zuletzt gesprochen, vergangene Woche. Und habe gesagt, bleib einfach locker. Was gucken wir denn da die ganze Zeit am Handy? Da ist doch der Wettkampf. Ja, da ist der Wettkampf, aber da sieht man nicht alles. Man muss am Handy schon das Live-Timing mit beachten. Was ist ihr Talent? Was kann sie besonders gut? Na, ihre einzigartige Prägung durch die Familie war 100% ihr Fleiß, ihre Liebe zur Natur, ihre Liebe zur Ausdauer. Also für sie war nie ein Berg zu hoch. Was sie nicht gekonnt hat, hat sie gelernt. Du sagtest gerade eben, man sieht ihr an, dass sie gut läuft. Woran hast du das gesehen? Man sieht es am Gesichtsausdruck. Und wie? Wie soll man sagen? Man sieht ja an, ob sie sich so wohlfühlt und ihren Rhythmus gefunden hat oder nicht. Nein! 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 Was für ein Drama auf den letzten Metern! Fünfte bei Olympia! Fünfte! Das ist super! Katharina, ich gratuliere dir recht herzlich zum fünften Platz. Sau stark! Der Opa ist sehr, sehr glücklich und ich gratuliere dir vom ganzen Herzen zum fünften Platz. Meine liebe Katharina, ich grüße dich ganz herzlich und am liebsten würde ich dich jetzt in den Arm nehmen und einfach nur kuscheln und ich habe dich ganz doll lieb und das war eine ganz, ganz tolle Leistung von dir. Ich wünsche dir, dass du jetzt nochmal das alles genießt. Vielleicht in der Staffel, vielleicht wird er dann auch nochmal was gehen und genieß es aber erstmal. Ach Gott, das war aber schön. Vielen Dank, das hat mir jetzt ganz viel Kraft gegeben für alles, was da noch kommt. Und ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Und danke für alles, denn ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Das war's aus Oberwiesenthal und ich mache mich auf zum nächsten Wohnzimmermoment. Yippie!